Hallo meine Lieben, heute geht es um einen weiteren Zielfisch beim Spinnfischen an der Ostsee, den Hornhecht. Das Gute vorweg, alles was ihr euch für das Angeln auf Meerforelle und Dorsch angeschafft habt, kommt hier genauso zum Einsatz. Hornhechte sind im Vergleich zu anderen Arten sehr langgezogen und sehr schlank. An der Ostsee dürften euch Größen von etwa 40 bis ungefähr 100 cm erwarten. Wobei mehr als 80 habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Typisches Merkmal ist der lange und mit vielen kleinen Zähnen besetzte Schnabel, der beim Drill eines gehakten Fisches schnell abbricht, daher absolute Prämisse eine fein eingestellte vernünftige Bremse und keine brachialen Köder oder Haken. Die Hornhechte kann man im Übrigen auch völlig hakenlos fangen, dafür kann man die im Handel befindlichen Wollfäden, welche sich unwiederbringlich in den Zähnen verfangen, nutzen. Die schmackhaften Fische weisen grüne Gräten auf. Erklärung: Der grüne Farbstoff entsteht beim körpereigenen Abbau des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Hornhechte tauchen im Frühjahr ungefähr ab April an unseren Küsten auf, um zu laichen. Ein zeitliches Erinnerungsmerkmal ist dabei die Rapsblüte. Das klebrige Laichsubstrat wird dabei ähnlich wie beim Flussbarsch an alle möglichen Dinge geheftet. Nicht selten werdet ihr beim Angeln 4, 5, 6, 7 Fische hinter eurem Köder hinterherjagen sehen. Es macht richtig, richtig Spaß. Beim Fischen solltet ihr euch schöne und sonnige Tage mit wenig Wind aussuchen. Hornhechte lieben sonnige und ruhige Küstenbereiche. Wir nutzen beim Fischen auf Hornhecht, Dorsch und Meerforelle im Übrigen Einzelhaken. Das ist fischschonend, bringt weniger Hänger am Grund und absolut nicht weniger Fisch. Also weg mit den Drillingen. Beim Fischen auf Hornhecht verwenden wir spezielle Montagen, die eigentlich nur eines zum Ziel haben, den Abstand vom Haken zum Blinker zu vergrößern. Das Maul des Hornhechtes ist nicht groß, aber es ist lang und die Fische können dann besser gehakt werden. Als Köder eignen sich grundsätzlich alle Meerforellenblinker, wobei ihr mit den langsam geführten und leichten Inline-Modellen viel gefühlvoller fischen und auf Fischkontakt reagieren könnt. Tight Lines und vielen Dank fürs Zuschauen.